Thomas Riedl, das erste Heimspiel für den FK Pirmasens hast du heute hier bestritten und hast gleich ein Tor geschossen. War ein guter Auftakt. Ja, ist natürlich super. Wenn du im ersten Heimspiel triffst, ist natürlich perfekter Einstand. Allerdings merke ich natürlich auch die 3 Wochen Pause jetzt nach der Verletzung. Da fehlt noch ein bisschen an Power und muss die nächsten Tage ein bisschen arbeiten, dass ich es nachhole. Gut, noch ein bisschen im Training was zulegen und dann, dass man wieder 100% fit wird. Dann kommt vielleicht der Attila Baum noch dazu und dann sieht das Ganze vielleicht wieder anders aus, weil heute haben wir, kann man sagen, 2 Punkte verloren. Ja, absolut. Meine ersten Halbzeit sind wir schwer ins Spiel reingekommen, haben, glaube ich, die erste Viertelstunde verpennt. Aber nach dem 1-1 waren wir dann gut da, haben danach noch 2-3 Riesenchancen. Wenn wir ruhiger am Ball wären, glaube ich, dann hätten wir das Führungstor gemacht und das Spiel auch gewonnen. Ja, Torschancen waren auch da. Die Abwehr hat vielleicht ein bisschen gewackelt, aber in der 90. Minute ist ein Tor gefallen. Das hat der Schiri nicht gegeben. Weißt du warum? Ja, vielleicht hat uns Blutlicht geblendet. Vielleicht sollten wir das Licht ein bisschen ausmachen. Für mich war es unergründlich. Das wäre natürlich eine Erklärung. Das Blutlicht hat geblendet. Okay, ich danke dir. Wir sehen uns beim nächsten Auswärtsspiel in Ludwigshafen. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Ciao.